Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Goose Goose Duck. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und vergesst nicht die Kanäle der anderen zu besuchen, die sind in der Beschreibung verlinkt. Okay, Leute. Neue Map, neues Glück. Neue Tragödien. Smog-Sabotage. Es gibt eine neue Map. Kam jetzt als neues Update. Ich muss erstmal gucken, wo sind meine da. Blümchen zu Blümchen. Wahrscheinlich einfach nur einsortieren. Etwas, was ich wunderbar kann. Warte mal, steht da eine Barberente? Da steht eine Friseurente. Beziehungsweise eine Friseurgans. Ist ja knuffig. Es gibt auch drei neue Rollen. Ich habe da jetzt gerade das Pad gefunden. Schuldig! Also, den Meeting-Button. Ich würde eigentlich am liebsten mal die Imposter-Teile finden. Ich gönn mir... Hallo, ich habe ihm einfach das Trinkgeld geklaut, oder wie? Nee, jetzt mal im Ernst. Wo sind die Imposter-Dinger? Toll, zwei wurden schon freigeschaltet. Was ist das? Hallo? Ja, wild. Willkommen. Hallo. Okay. Wer hat Janik umgebracht? Das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht, ey. Ja, Schwen, so hopp hopp. Was ist da los? Reden Sie. Schwen, hallo? Sven, muted. Hallo? Aha, da wurde er wohl gesilenced. Okay. Okay. Oh. Das hab ich wieder gesehen. Wir sollten gucken, ob wir Schwänzen am Nehmen überreiten. Ich glaube auch, ja. Ja. Scheiße. Ich glaube, das wäre besser. Ich bin jetzt im Barbershop, okay. Aber vorher war ich im Courthouse und in House of Worship. Ich gucke mir die Map an. Dave, ich versuche gerade noch die Map zu rein. Barbershop? Nee, in den Barbershop bin ich nicht reingekommen. Ich finde es übrigens toll, dass in jedem Raum irgendeine bestimmte Gans ist. Ich war nicht gerade im Barbershop. Das finde ich ein richtig geiles Gimmick. Ich habe die Sachen einsortiert. Ah, okay. Also ich habe Schwänze und Paar gesehen. Ich sehe übrigens gerade noch was bei mir. So, die einzigen, die ich hier nicht gesehen habe, waren im Prinzip Doggo und Anima Freak. Also ich war fand das Pub vor allem geil, wo ich hier geschaut habe. Ja. Ich finde die Map ist sehr groß, tatsächlich. Wie viele Killer haben wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Müssen wir nochmal Janik fragen. Zwei Imposter und maximal zwei Neutrale. Danke. Okay. Oha, okay. Bitte. Wild. Ich will Schwen? Sven? Vielleicht ist das auch einfach nur ein Play von ihm. Nein, ich glaube, ich wollte schon sagen, sind die Hände auch verbunden worden. Okay, wild. Wer wurde dann bitte Sven? Jeder ist sicher für jetzt. Entschuldigung, ich habe es gerade eben den Avatar vergessen. Es tut mir so leid. Ah, das ist dann wohl diese komische Messertaste, die ich gerade gesehen habe. Was kann ich hier machen? Oh, ich besteche ihn. Mann, ich will jetzt wissen, wo die Imposter-Dinger sind. Ist das was? Burn the place down. Ja, ich habe was gefunden. Jetzt will ich nur das andere finden. Ich weiß halt nicht, wo die auf dieser Karte sind. Sabotage the Factory. Okay. Wurde eingesperrt. Ist das Messer einfach nur, wir sperren alles ab? Okay. Ich muss jetzt auch mal was machen. Da schläft eine Ente.
Oder eine Gans. Oh, da sind drei tot. Oh. Okay, ich glaube, dann hat tatsächlich eine neutrale Rolle einen der Imposter gekillt, war sonst wäre er vorbei. Ich glaube auch. Aber Sven ist tot. Ich wollte gerade fragen, wo ist der drauf gegangen? Das ist eine gute Frage. Weiß nicht, vielleicht war er ja. Kann ja sein, dass Schwänze zum Beispiel Vulture war. Also. Ah. Und Dogo gekillt hat. Aber Vulture kann nicht killen. Dingens, nicht Vulture, der. Wer ist der andere? Genau, Falcon. Falcon, das könnte schon sein. Doggo habe ich bei einer Prostituierte. Aber der Shining, der glaubst du nicht auch? Oh ja. Das ist Anima? Glaubst du nicht auch, Shining, ist es Anima? Ich denke mal, ja, es ist die Prostituierte in der Kasse gewesen. Es gibt eine Prostituierte hier? Ich habe schon eine schlafende Gans gesehen. Ja. Ich sag mal, ich glaube, es ist Anima. Ich habe gar keine Anhaltspunkte. Ich war auch mal Dave. Er votet zwar immer die Falschen raus, wenn Detektiv Dave da ist, aber. Was ist das denn für ein Argument? Ich glaube, das ist Anima. Wir haben noch so viel Zeit. Warum wird einfach jetzt gewotet? Das ist doch schlimm. Weiß ich nicht. Ich vertraue Dave mal. Ja, ich nicht. Ja, gut, vertraut mir nicht. Ist okay. Gewonnen haben wir trotzdem. Shining! Warte, jawohl. Wir wissen noch nichts. Es könnte sein, dass Palm Falk ist. Okay, doch nicht. Na, das war schon nicht geil. Aber es tut mir so leid, ich habe einfach in der zweiten Runde einfach keinen gefunden, ne? Ja. Warum bin ich eigentlich immer was Böses? Also, ich bin jetzt zum allerersten Mal überhaupt Falke, aber trotzdem. Der Falke hat die ganzen Fake-Dinger nicht. Oh. Muss ich erschlagen. Hopp. Du warst böse. Du warst böse zur Minimaus. Du warst böse. Du warst böse. Hallo? Ey, böse Maus. Böse. Einmal kurz hier ans Richterpult. Es würde auffallen, würde ich hier was machen. Weil ich wäre der Einzige, der rauskäme. Ich bin dabei, mir einen guten Ort für eine Leiche zu suchen. Hi Shining, was ist los? Da unten bei der Street zwischen Factory und Warehouse. Da habe ich eine Leiche gefunden. Okay, wild. Dave redet wieder so viel, ist also wieder Dave also, oder was? Also ich habe auch gesehen, dass Dave in Factory drin war, aber ich unterstelle jetzt. Ich kam aber auch in Factory hoch und mir kamen einige entgegen. Ich war erst unten am Port, also am Warf, also am Hafen, bin dann hoch ins Warehouse, habe da meine Tasks fertig gemacht, die komische mit der Kiste da, mit Kisten aufbrechen. Dann bin ich jetzt gerade in Factory gegangen. Im Übrigen, da wo du standest, schaltet man auch die Rauchtask frei, ne? Ungefähr da. Okay. Also wild. Für den Imposter halt nur. Wilde. Also für Dave, wolltest du damit? Da wo Dave stand, da schaltet man auch den Smokescreen. Halt für den Imposter, frei, also für Dave. Aber okay. Muss nichts heißen, ich weiß nicht, ob die Innos da auch eine Task haben. Ich hab da keine Task. Ja, ich skippe auch mal. Ich habe da halt, wie gesagt, hier unten eine Leiche zwischen Factory und Warehouse ja gefunden. Ich vote Dave. Ja, finde ich okay. Da wurden noch zwei auf ihn. Noch sehr gut. Zwei. Sehr gut, zwei Leute. Ja, wild. Einen brauchen wir noch. Okay. Wild, was ist mit euch denn los? Einen von denen, die geskippt haben, müssen wir noch umlegen und den anderen überreden.
Ich bin nicht mehr daran schuldig. Oh, ein Shuriken. So, ich gehe mal in die Polizeistation. Darf ja auch ein paar Tasks faken. Unglaublich, diese Tasks beherrsche ich. Ich habe nur noch oben Zeug. Mist. Und es dauert noch ein bisschen, bis ich killen kann. Einfach außerhalb des Radars bleiben. Yannick verdreht sich wahrscheinlich gerade im Grab um. Och, wenn ich hier jemanden finden würde. Smokescreen. So, ich hab dir Schwenk geschickt, Yannick. Ich hoffe, dass hier keiner hinkommt. Versuch es, Anima. Das wird doof enden. Ich hoffe im Übrigen, dass ich den Imposter rausgenommen habe. Pai, bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Warne dich. Bekriech mich schon in den Gassen vor dir. Moin. Ich hab Angst vor Paul. Der hat mich in die Gassen gedrängt. Er ist, glaube ich, Jack the Ripper. Es sind nur noch 4 Leute am Leben und ich glaube immer noch, das ist Dave. Und ich glaube, Anima ist der an. Dave hat mich übrigens am Ende verfolgt. Weil das Ding ist, Anima war gerade in so einer Gasse drin, stand da einfach so seltsam rum, hat sich nicht bewegt und ich glaube, er hat eventuell gerade versucht... Kann man mal darüber reden, dass so viele gestorben sind, Alter? What the heck? Ja, eben, also, deswegen. Akaya ist, glaube ich, diese Runde gestorben. Doggo und Yannick waren vorher tot. Sven und Ruki sind dann auch noch diese Runde gestorben. Also 3 Kills haben wir. Also... Weiß ich würde jetzt eigentlich erstmal Dave rausvoten und danach Anima. Das Problem ist, ich glaube, egal was wir machen, die Gänse haben schon verkackt. Weil ich denke, jetzt sind noch 2 Rollen da, die killen können. Aha. Ja, jetzt ist auf jeden Fall eine Rolle noch da. Komm, Shining, Anima raus. Anima raus. Okay, ich bin dabei. Außer ich habe jetzt verkackt und du bist sehr böse. Aber ich glaube, es... Nee, Spaß, ich skippe. Was? Ich will euch im Knast sehen. Ich würde sagen, bist du ein GG. Darf ich den Kill wenigstens sehen? Kommt, lasst mich rein! Lasst mich rein! Wenn einer auf mich zuläuft, dann töte ich ihn. Ich muss die Wasserpumpe eben kurz reparieren. Wo macht man das denn? GG. Ja, Schmerz, aber doch Shining belastend. Ich hab eben was dafür nicht. Ohne Scheiß, Panis der Falcon. Und ich denk mir so, ich und Anima hatten eigentlich sogar Mexican Cent auf. Wir standen da unten einmal zusammen und wollten uns, glaube ich, gegenseitig umbringen. Waren jetzt wirklich die letzten 3 Leute am Leben, also außer mir, waren das alles Killrollen? Ja, du hattest schon recht, die Gänse haben schon verloren. Und das war mein erster Falcon-Win. Das erste, ich Falcon bin und hab gewonnen. Glaube ich nicht essen sollen. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.